So. Herzlich willkommen zurück zu einer Map, wo ich gerade gar nicht weiß. Was war das für eine Film-App? Ach, doch, die. Ja, doch. Ja. Okay, komm, die ist gar nicht so schwer. Die ist sogar relativ schnell zu Ende. Mal gucken. Die müsste, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe und die Map ist, die ich denke, dass sie das ist, dann müsste sie relativ schnell zu Ende sein. Ja, das ist die Map, die ich denke, dass sie das ist. Also müsste sie tatsächlich relativ schnell zu Ende sein. Und wenn ich mich komplett dämlich anstelle und 30 Mal neu starten muss, manchmal, weil die irgendwelche scheiß Imps im Weg sind. Von der Lein. Schwanz, Penis und Potenzial sein und so ein Arsch. Die Waffe hat. Die Waffe hat ein echt geiles Schießgefühl. Die ist ja zum Schießen. Ach, das war der Imp daraus. Ich dachte, der kommt erst später raus. Ich dachte, da muss man richtig Sichtkontakt haben. Ach, okay, habe ich auch. Aha. Na gut, das war dann dumm. So, jetzt müssen wir eigentlich alle Viecher hier unten ausgelöst haben, oder? Wer sind die hier unten nicht? Ah. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle ausgelöst. Perfekt. So, da hinten sind noch ein paar Imps. Oder noch einer. So. Wie hat das hier mal gemacht? Ich weiß wieder wie. Und zwar vis-à-vis. Oh. Da war ich das aber nicht im Vertrag. Ey, die Waffe hat echt Wumms. Also. Erstmal hat den geilen Sound. Das war mal ganz davon abgesehen, aber die hat auch echt Wumms. Dafür, dass sie so relativ langsam schießt, ne? Da kriegst du was für deine Munition. Aber sowas von du. Der wird ja direkt geil. Dann spannen wir dich vielleicht doch mal ein bisschen auf, ne? So, hier war nur Scheiße drin, soweit ich weiß. So, da hinten ist der erste Bösewicht. Ja, wir sind hier die Dieben. Das sind alles die Bösen, ja. Nicht vergessen, auch wenn wir die sind, die meiste Zeit hier schießen. So, da hinten war die rote Karte, genau. Kommen wir erstmal, gehen wir erstmal hoch. Und dann kommt ein kleiner Special-Trick. Und zwar KI-Manipulierung. Ja? Hier durch die Tür kommt man. Die Tür kann man nicht wieder zumachen. Geht nicht. Aber. Man kann die ganzen Imps trotzdem. Die ganzen Pinkies trotzdem schön. So. Brauche ich ja gar nicht mehr dran ein. Eben. So stark sind die ja gar nicht. Alles gut. Nee, weil bei, normalerweise, wenn man, also, was ist denn der Trick? Hier, man stellt sich einfach hier hin und dann lockt man die ganzen Gegner quasi vor das Gitter und die bleiben vor dem Gitter und kommen hier nicht rein. Finde ich verwitzelt. Man kann hier durchs Gitter super schön abfrühstücken. Voll easy. Wer hat die Munition genau auf die Kante gepackt? Wer kommt auf so eine behinderten Ideen? Holy shit. So, war hier noch was? Pink so. Ich höre noch welche, aber ich sehe keine mehr. Ach, hier hinter. Ja, ja. Nee, da gehen wir später hin. Beziehungsweise jetzt. So. The question is, mit welcher Munition? Ich würde mal sagen, mit der hier. Oder mit der. Die Augen sind schon wieder nach unten verrutscht, Alter. Was ist mit den Typen? So, okay, Konzentration. Na, geh auf jetzt hier. Hey. So, okay. Hier unten gab es aber noch irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Vor allem weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hat, dahin zu gehen. Ich gehe einfach mal rein, wir haben gerade gespeichert. Es hat sich so überhaupt nicht gelohnt. Okay, das ist also nur, wenn man reinfällt.
dass man da wieder rauskommt quasi. Was ich aber nicht verstehe, warum gibt es so nur Notausgänge, wenn doch Doom eigentlich ein von den Spielen ist, die aus der Zeit kommen, wo Spiele darauf basiert haben, dass man jetzt halt neu laden kann. Ich meine, das war Doom, was dieses Konzept etabliert hat, dass man Quicksave hatte. Na gut, wahrscheinlich für die Leute, die halt nicht neu laden wollen, weil die halt in dem Spiel auch noch nicht gespeichert haben oder sowas. Oder irgendwelche Competitive-Spieler, die irgendwelche Spiele nach irgendwelchen Regeln spielen, wo man halt nicht neu laden darf. Das gibt's ja auch. So, jetzt müssen wir jetzt überlegen hier, ne? Jetzt muss ich überlegen. Wie geht das mal hier lang? Hallo? Da. Danke. Jetzt öffnen wir mal. Genau, das war über Kreuz immer. Holy shit. Aua. Das war keine gute Idee. Hä? Ich bin schon wieder auf der Seite drinnen. Ach, du lässt mich doch. Ja, ich bin jetzt. Ich bin jetzt gerade selber über Spitz gelaufen. Na komm, ich fertige die erstmal ab hier. So, es ist einfacher als hier irgendwie, ne, drauf zu achten, dass man noch kommt jetzt. Dass man hier nicht die Füße ab. Dickster Monster, ist auch egal. So. Dankeschön, hier ist die andere Seite. Vielleicht sollte man einfach die Shotgun benutzen, da fliegt ja immer am meisten Munition rum. Was habe ich gerade benutzt? Ja, ich will meine Waffen immer schon aufgeladen haben, damit ich nicht in die Situation komme oder in die Bredouille komme, dass ich irgendwann mal eine Waffe greife, die nicht geladen ist und dann erstmal Arsch kappt. So, na dann. Hä? Bin ich jetzt wieder falsch gelaufen? Ja, ich bin schon wieder falsch gelaufen, ich tut das nicht. Da muss ich rein. Geh doch. So. Hä, ist mir schön. Hä? Man läuft doch über Kreuz, oder nicht? Dann müsste ich doch da nach da kommen. Okay, dann geh jetzt da rein. Dann ist es doch nicht über Kreuz. Nö. Bin ich denn dumm oder so? Ach nee, über Kreuz öffnet man. Wenn ich jetzt drücke, wird da geöffnet. So war das schon wieder. Was? Ich muss ja. Oh. So, habe ich jetzt hier. Gut. Aus die Maus. Weg der Käse. Jetzt gibt's Mayonnaise. Hey, jetzt ist es hier oben? Hä? Oh, du Spiel. Warum tust du diese? Warum tust du mir das an? Warum ist es jetzt richtig und davor? Ich verstehe es nicht. Es gibt manche Sachen, da soll man nicht fragen. Because man ist dann stupid. Stupid. So, hier haben wir alles. Hier gibt's nicht mehr. Komm, wir verlassen einfach das Level. Da. Lass mich durch, ich bin Arzt, helfen Sie mir. So, welche Waffe nehmen wir fürs nächste Level? Doch, ich würde mal sagen, die hier. Wie gesagt, die hier, die hat echt Wumms. Da würde ich tatsächlich die Munition lieber doch aufheben. Haben wir davon noch Munition hier in der Map rumliegen? Nee, ne? Gibt's hier Munition? Ah, doch, hier ist. Gibt's Munition? Ich weiß ja gerade nicht, für welche Waffe das gerade war, aber ist ja auch egal. Ach komm, nee, ab ins Ziel. Kein Bock mehr. So, wir beginnen einfach das nächste Level mit der Waffe. Die ist relativ solide. Da weiß man, was man hat. Easy. Und ich habe direkt Monster. Ach, die Map. Oh Gott. Oh ja, nächste Woche wieder. Tschüss. Das wird ein Spaß.